Guten Morgen, meine Lieben. Einige von euch haben sich ja ein Follow-Me-Round gewünscht. Für uns geht es heute aufs Turnier nach Philande. Wir reiten ein Mannschafts-A, ein Sternespringen. Und das Wetter ist heute leider nicht so gut. Also wir wissen tatsächlich noch nicht, ob wir starten oder nicht. Durch das beste Wetter erwischt. Meine Hose ist ziemlich nass. Ich habe meine Jogginghose da jetzt zum Trocknen hingehängt. Und werde jetzt Fox erstmal fertig machen. Caro kommt gleich nochmal. Und die begleitet mich heute auf dem Turnier, wenn wir natürlich fahren. Und ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit. Da kommt Caro. Okay, sie redet mit sich selber. Hallo, Caro. Wer ist da? Oh Gott, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Zöpfe. Carina. 6. Die sind mir auf jeden Fall nichts geworden, die Zöpfe. Die sind alle aufgegangen, weil ich die viel zu dick gemacht habe. Boah, sehen die scheiße aus. Ja, sehen sie auch. Ich werde die alle nochmal aufmachen und neu machen. Die sehen echt beschissen aus. Aber er ist ja auch so ein Typ. Mit Bulti gegeben, dass er sich die mal aufscheuert. So, wir sind jetzt auf dem Turnierplatz angekommen, haben uns den Platz erstmal angeguckt, also es geht, wir probieren es aus, wenn es auf dem Abreiteplatz nicht klappt, dann werden wir nicht reiten und wenn es okay ist, dann ja, schauen wir mal, wie es ist. Wir machen jetzt erstmal fertig und dann abreiten und dann gucken wir weiter. Carina dreht jetzt erstmal die Stollen rein, sie versucht es zumindest. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt fürs erste Mal. Dann sind wir hier normalerweise gar nicht stehen bleiben. Steh! Hallo! Ja! Immer Foxy Live TV? Ja, wir dürfen. Wie sie das so macht, ne? Wahnsinn! Das ist das erste Mal für uns. Dass ihr Stollen habt? Ja. Hör auf! Ich werde mal vorne machen. Carina sattelt jetzt. Ja. Wir haben es heute leider nicht so leicht mit Film, weil wir nur zu zweit sind. Oh, das kriegen aber wir auch kriegen das schon hin, Caro und ich. So, sie hat es mittlerweile aus Pferd geschafft. Hey Leute, ich habe mir gedacht, ich werde meinen Ritt jetzt mal kommentieren. Da wollten wir gerade angaloppieren, da meinte der Richter, einen Moment bitte. Da ist nämlich nach hinten die Reiterin. Die ist nämlich aus dem Parcours gewesen. Da hat er jetzt erstmal kurz geglotzt. So, was ist das? Und dann hat sie geklingelt und dann bin ich auch losgeritten. Wir sind übrigens das erste Mal mit Eisen und Stollen unterwegs gewesen auf Turnier. Der Boden war wirklich Katastrophe, aber er ist dafür ziemlich sicher gelaufen. Und ja, der erste Sprung, den mussten wir so ein bisschen komisch anreiten. Da hat er ein bisschen nach rechts geglotzt, aber ist da super rüber. Hier am zweiten Sprung bin ich eine ganz, ganz große Wendung geritten, weil das da hinten sehr, sehr matschig und rutschig war. Und da ist er dann aber auch für den Sprung super hingeritten und auch super rüber gesprungen. Und jetzt habe ich leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich bin den Sprung ziemlich blöd angeritten und da hat er die Stange fallen lassen. Dann habe ich halt ein bisschen vorwärts geschickt. Hier merkt ihr oder seht ihr gleich auch, dass er da ein bisschen wegrutscht hinten. Und da habe ich dann meine Beine nicht dran gehabt und dann hat er geparkt. Also das ging natürlich beides auf meine Kappe.
die Stange, die gerissen ist und auch der Steher. Und deswegen bin ich jetzt nochmal angeritten und habe mich nochmal ein bisschen mehr reingesetzt und meine Beine dran gehabt. Und da seht ihr auch, zack, ist er rüber und den nächsten hat er gezögert, ist dann aber auch easy rüber. Und ab da haben wir auch wirklich an. Also da war er super top, noch den Rest. Und da seht ihr wieder, da ist es hinten wieder bei dem Baum. Da musste ich eine Riesenwendung drum reiten, weil ich einfach nicht so enge Wege reiten wollte, weil es halt ziemlich rutschig war. Und den Sprung hat er super angezogen, ist da echt entspannt rüber. Und der nächste Sprung, da hat er natürlich wieder sein Flugschwein gezeigt. So, yippie, ich kann in die Luft springen. War echt ein komisches Gefühl auf einmal so, hups. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Sprung und auch den ist er super angeritten. Ich bin sehr zufrieden mit der Runde gewesen, dafür, dass es das erste Mal auch mit Stallen und Hufeisen war. Und dann haben wir natürlich mit der Mannschaft noch den zweiten Platz geholt. So, Carina ist Zweite geworden. War sehr, sehr gut. Dann ist sie. Super gut. Jetzt machen wir das Stinkepony gleich noch fertig. Und dann geht's nach Hause. Du, Zügel werden überbewertet, ja, weißt du doch. Oh Mann. Das sind eine Eselohr. So ist das für den Esel heutzutage. Das ist nicht ein nicer Zopf, den habe ich so voll in einem auf. Ja, damit ich nicht schlafen kann. Ist so, voll so nice. Wie willst du den haben? Kann man das drehen hier? Ja. Oh. Ups. Ja, oh, es läuft noch. Hi. Jetzt gibt Oma immer Foxy noch Leckerchen. Die kommt nämlich sehr oft mit zum Turnier und kriegt da immer von Omi lecker Möhrchen. Ja, so ein Luxus habe ich nicht. Ja. Ist immer so süß, wie Oma grinst, wenn sie ihm Möhren gibt. Wobei sie eigentlich Angst vor Pferden hat. Nein, ich habe keine Angst. Keine Angst mehr. Guck mal. Oh mein, also das müssen wir aber noch mal lernen, Oma, ne? Ja, wir müssen es lernen. Oh Gott. So, wir sind jetzt durch. Wir sind Zweiter im Mannschaftsspringen geworden. Wir holen jetzt noch hier die Preise ab und gehen jetzt erstmal was fooden, ne, Carola? Strich Hunger hier. Und was snacken. Richtig schön was snacken. Richtig schön Fett Pommes oder so. Hier, Crepe ist auch geil. So, ich habe mir jetzt hier neue Socken geholt. Wir haben hier Strass und hier noch Leckerlis, Bananenleckerlis. Wie immer. Wie immer. Das habe ich mir jetzt geholt für den Gutschein, den wir ja bekommen haben. Und jetzt lecker Pommes und Cola und guten Appetit. So, wir haben jetzt fertig gegessen. Das ist meine Oma. Oma, wie fandest du meinen Ritt heute? Ganz toll. Super, super, super. Dankeschön. Ja, ich bin auch eigentlich ganz zufrieden. Also, oh, das Tanzen ist also unser Problem gewesen im Moment. Und das war halt das Problem. Ich habe ihn nicht richtig vorwärts getrieben und dann stand er. Und danach hat er mich aber weiterhin gerettet und lief auch top. Und ja, im nee, Fluss. Ich hoffe, aber ich bin zufrieden. Caro denkt nur an die Fotos. Ich denke an die Fotos. Ich muss ja meinen Job gut machen. Hast du gut gemacht. Das ist übrigens das erste Mal, dass Caro mit auf Turnier kommt. Also so. Das wird auch nicht das letzte Mal sein. Nein.
sich vorstellen, Mr. Schwuli mit seiner Dauerwelle hier oben. Und die willst du gar nicht zeigen, ne? Das geht ja noch, ich finde das viel schlimmer. Oma Hildegard! Alter! Ja, schick. Also ich finde auch... Bisschen lockig. Gute Frise hast du auf jeden Fall, Foxy. So, der Foxy kommt jetzt noch auf die Weide. Caro übernimmt hier heute den Service für mich. Ein guter TT bitte. Auf jeden Fall. Ein TT, Kamerafrau. Und alles in einem. Ja. Oh, voll überbelichtet gerade. So. Kommst du jetzt auf Weide, ne? Neu hier. Ja. Pflastert haben wir es jetzt hier. Andere Pferde würden auf die Weide galoppieren und Fox immer. Ja, das war geil, ne? Ja. Oh. Ich habe euch ja gar nicht mein Outfit today gezeigt. Ich habe übrigens hier meine Reithose von Piqueur an, meine CEP-Socken und mein Shirt ist von Animo. Animo. Mein Jackett ja auch, das ist ja mein Teamreiter-Jackett von Reitsport Wüst. Oh, und ja. Und meine Lieblingsjacke von Springstar. Normalerweise trinke ich ja mein Energy immer nach der Prüfung, aber wir hatten heute einfach keine Zeit dafür und ich hatte mega Hunger, deswegen trinken wir jetzt hier einen schönen Baobab. Achso, Sie es muss nach dem Reiten irgendwie immer sein. Also nach dem Turnier. Nach dem Reiten immer Kaffee. Also ich habe den einen Tag getrunken. Halt schon im Bett leider. Mhm. Wenn die richtig schön kühl sind. Sieht voll aus wie Elke. So, meine neuen Leckerlis muss ich jetzt eng wieder reinbekommen. Leckerlis, danke. Da sind schon welche von Eggers Mann. Aber Apfel. Guck, habe ich doch einen guten Griff gemacht mit Banane. Ja, hier ist alles voll mit Leckerlis. Der ist tatsächlich auch noch voll. Ja, irgendwie ist hier alles voll. Und hier auch noch ein Eimer. Und da hinten ist auch noch so ein kompletter Eimer drin. Tito. Ich wollte Fox jetzt eigentlich noch sein Fressen geben, aber er ist der Meinung, auf der Koppel zu bleiben. Ihn interessiert das gerade irgendwie gar nicht. Fox, lecker! Willst du lecker? Und dann kriegt er es halt in seinen Trog. Ich wollte ihm nur was Gutes tun, aber er findet Gras interessanter.